So, hallo und alle zu einem neuen Projekt zusammen mit dem SiebstLP, beziehungsweise nicht nur mit ihm, sondern mit 40 anderen YouTubern. Erstmal hallo und dich. Hallo. 5 Sekunden, Achtung, weniger reden, mehr bauen. 3, 2, 1 und... Game Mode hat sich geändert, ich bin am Bauen, abbauen. Und jetzt los, Verpissorino. Ich sprinte am Anfang kleinen Tacken. Wir haben Hardcore. Ja, ich auch. So. Laufen alle dahin, nein, geht weg. Ach da. Hier bin ich. So, dann machen wir ganz kurz hier. Einer ist schon gestorben. Oh, fuck. Was, ernsthaft? Ja. What the fuck? Dead Sheep. Oh. Geil. Ja, das ist die Gefahr. Wenn du in der Höhle bist, echt, wir müssen sowas aufpassen. Ja. Auch noch okay. 10, also ja, 10 bis 16. Ich hab Dias. Ein Dia. Dia. Zwei Dia. Nice. Ja, aber daraus will ich keine Wolle machen. Mach da Bogen oder Angel oder sonst irgendwas. Dias. Ja. Hast du Dias gefunden? Ja. Schon wieder, Alter, der findet hier alles Mögliche. Genial. Trotzdem, passt schon. Wir teilen hier einfach auf und dann perfekt ausgestattet am Ende. Bei uns läuft. Bei uns läuft. Wir lassen ein Dia, jetzt ernsthaft, da muss noch was drum sein. Ich habe Arbeit gefunden. Ich habe auch. Aussuchen, wie das haben ich das und da ist dein Charme Table. I don't know, yeah. Warte mal, Gold haben Achievement wir doch hier. Noch. Ja, voll Dia, guck dir das mal an. Nice. Guck dir das an hier, das wäre jetzt perfekter Screenshot, wenn du es so machst. Ja, okay, ich verzauber jetzt auch mal meine Sachen. Solange wir alleine sind, können wir auch getrennt rumlaufen. Ich meine, es wird ja keiner so blöd sein und sich ja, nee, selbst ich bleib killen. Mal lieber bei dir, weil sonst finde ich nie mehr zurück. Oh Gott, was geht mit dir? Ich bin voll Minimap gewohnt, so. Ich weiß nicht, was ich im Inventar rausschmeißen soll. Ach komm, schmeiß. Ach da, okay. Ja, wir haben einen OP-Apfel. Geil. Wie gut hat einfach hier noch mehr Gold, zack. Raus, wo ist noch Eisen? Soll ich ihn craften jetzt? Mach. Haben. Crafte den Apfel. Zeig. Hab ihn. Zeig mir den Apfel, Junge. Da. Und, aber ich glaube, das Essen von uns reicht so auch. Also wir verbrauchen wirklich nichts. Wir sind praktisch... Oh, ich glaube, Petrit will auch noch nachjoinen. Jetzt, Petrit kommt. Lass mal treffen, wieder am... Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Davor und den suchen. Ist ja so gut ausgerüstet, ich weiß nicht. Das erste Mal, wo wir Feindkontakt haben, einfach mal kurz nach oben kommen. Bei mir die Welt. Also ich sehe niemanden. Da steht der da hinten? Da hinten ist Lava am Spawn platziert. Ich sehe halt noch, Nö. Ja, aber nichts, was sich bewegt. Skelett, geht mir ja sowas auf den Senkel. Nein! Er ist hier! Er ist da? Ja. Der ist hier. Hast du einen Namen gesehen? Ja, er ist hier. Ohne Witz. Der killt mich. Schlag doch. Nein! Was machst du? Ich war unten. Ja? Ich war gerade an der Kiste. Auf einmal kommt der von der Seite. Oh, ist das ärgerlich. Ich sehe keinen Namen. Ich hatte auch keine Blöcke unten in der Leiste, sodass ich mich schnell irgendwie noch zubauen kann. Hä, ich bin bei unserer Kiste, hier ist nichts. Ja, der ist schon vorbei. Der ist da irgendwo rumgelatscht. Ich muss mal dich umgucken. Ich gehe mal los. Und zwar gehe ich da rein. Lavan, alles sollte beseitigt worden sein. Hoffe ich mal. Alles beseitigt, wie geplant. Schön. Okay. Ich hoffe mal, ich komme dann irgendwann raus. Irgendwann. Das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig blöd. Hupsala. Keine Sorge, Lava killt mich nicht. Wenn doch, muss ich den Apfel essen. Ich habe ihn leider verbraucht. Auch wenn ich es vielleicht ganz knapp überlebt hätte, aber ich gehe da kein Risiko ein. Ich musste leider den goldenen Apfel verbrauchen. Ist ein bisschen scheiße, aber ich hatte keine Wahl gerade. Nein, es ist nicht so eine Treppe. Nein, zu früh gefreut. Never! Ja! In der Kiste sind sie drin. Alter Verwalter. Mit der Chestplate kann ich leider nichts anfangen. Und ein Gunpowder rein, damit Splash Potions werden. Damit das ein bisschen zügiger geht. Ich weiß nicht, ob er die Zweier verlängern kann. Ich habe da irgendwas von einem Bug gelesen. Das müsste ich nochmal nachgucken. Jedenfalls, es wäre so im Falle des Falles erstmal. Oh, ich habe schon. Ups, ich kann ja schon gleich hier. Das da hier.
plus das da hier ergibt ein mega krasses Schwert. Ich hätte es nochmal umbenennen müssen, das mega krasse Schwert. Ich muss es hier hinten aus Cobblestones machen, weil die Hütte eventuell abfackeln würde, wenn ich Lava drunter setze, so direkt. Deswegen. Nein, 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 auch die Fackel. Nein, er hat die Falle zerstört. Okay, in der Hoffnung, das geht so. Wow. Gamer-Klinik. Und ich habe gesehen, der hat keinen goldenen Apfel. Keinen OP-Apfel. Das heißt, wir machen jetzt Jagd. Oh, er ist schon runter. Ja, auch noch. Aber jedenfalls gehen wir da gerade mal drauf. Wo ist er? Sehe ich einen Namen? Moment nicht, nein. Doch, ich sehe einen Namen. Ich sehe einen Namen. Ich sehe. Na nü, bleib stehen. Er haut ab. Er haut ab. Haut einfach ab. Hier bin ich in keiner guten Position. Oh, getroffen. Hat er einen Apfel genommen? Nein, er hat einen Swiftness-Trank oder so. Will er den Affen nehmen? Jetzt hat er ihn genommen. Jetzt muss ich laufen. Jetzt muss ich gerade echt ohne Scheiße laufen. Jetzt habe ich ein Problem. Ne, ich bin tot. Das kann ich vergessen. Er hat mich gekriegt. Er hat mich gekriegt. Wegen dem Apfel. Ich bin nicht weggekommen. Deswegen war das so schwer gegen Apfel, aber ich habe gesagt, mindestens Platz 3 und das habe ich geschafft. Und demnach, ja, würde ich sagen, wäre es das gewesen von Varro. Darauf wollte ich hinaus, ihr könnt das gegen OP-Apfel vergessen. Das war sein klarer Sieg und ich hatte nicht genug Hunger zum Wegsprinten. Und Regeneration ging auch nicht. Deswegen, OP-Apfel ist zu krank, glaubt's mir doch. Deshalb vergessen, gegen Castcrafter konnte ich nicht. Der hätte mich genauso zerlegt. Der hätte mich sowas von genauso zerlegt. Und deswegen hatte ich auch bei dem Kampf genau das Richtige gemacht. Und ja, wie gesagt, mindestens Dritter wollte ich werden. Also ich würde sagen, Paluten gewinnt das Ding. Ja, das wäre es dann auch schon von Varro gewesen. War ein sehr, sehr langes Projekt fürs Verhältnis als PvP-Projekt. Ja, die Folge ist jetzt auch schon zu Ende. Was gibt es noch groß zu sagen? Eigentlich gar nicht mal so viel. Ja, einfach nur, dass OP-Apfel einen richtig heftigen Vorteil einfach bringt für die ganze Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht mehr weggekommen. Das ist das Problem gewesen. Ich hab's euch gesagt. Gut. Dann wär's das gewesen, auch von dieser Folge. Ich logge mich hier dementsprechend auch gleich aus. Viel mehr gibt's da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Vielleicht irgendwann nochmal ein Talk oder so drüber, ein Let's Play oder sonst irgendwas. Jedenfalls, ja, wir sehen uns in einem anderen oder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss.